Willkommen, schön, dass Sie dabei sind beim DAX-Check und hallo Maximilian Völkel. Hallo Maiko. Wir schauen natürlich auf die Entwicklung des DAX. Gestern ist er leicht schwächer aus dem Handel gegangen, 0,25%, demnach natürlich auch unter 11,7. Da war er ganz knapp, eben als wir hier standen, war er mal knapp drüber, danach ging es aber abwärts. Schauen wir auf den heutigen Start. Er notiert aktuell leicht im Plus, aber auch nur 0,1%. Also ist weiterhin so ein bisschen die 10.700-Punkte-Marke, die im Fokus steht, oder? Genau, es bleibt dabei, wie gesagt, 11.700, danach nach oben die 200-Tage-Linie, 11.770 wäre das nächste große Thema. Doch aktuell natürlich weiter im Blick der Brexit. Jetzt gab es wieder neue Nachrichten, dass Theresa May nicht erneut über das Austrittsabkommen abstimmen lassen darf. Das bleibt weiter im Markt, das nervt die Anleger. Hier weiß man jetzt nicht, wie es weitergeht. Zudem steht morgen die Aussagen der Fed an, wie es in den USA geldpolitisch weitergeht. Auch das wird den Markt natürlich beeinflussen. Doch gestern zumindest die Wall Street hat etwas zugelegt. Von daher die Stimmung allgemein ist jetzt nicht schlecht. Und nach dem deutlichen Anstieg Ende vergangene Woche ist es jetzt auch nicht so dramatisch, dass der DAX kurz durchschnauft. Der wartet ein bisschen ab, was da noch passiert, eben seitens der Fed oder vielleicht auch von Seiten des Brexits. Genau. Unterdessen, wir haben es ja, du hast es gerade schon gesagt, die 11,7, die 200-Tage-Linie auf der Unterseite, wo muss man aufpassen? Ja, nach unten ist es die alte Ausbruchsmarke 11.570, dann auch 11.500. Das sind jetzt die Marken, die nach unten zunächst einmal absichern und falls es wieder nach unten dreht, eben ins Visier rücken würden, aber wir sind jetzt erstmal zuversichtlich, dass ein erneuter Test der 11.700-Punkte-Marke in dieser Woche anstehen dürfte. Dazu passend gibt es ja auch ein neues DAX-Produkt seit gestern. Genau, wir sind jetzt wieder auf die Long-Seite gegangen, setzen eben darauf, dass wir die 11.700 testen, dass wir dann über 11.700 auch ausbrechen. Die Abonnenten haben bereits entsprechende Informationen zum Produkt bekommen und wie gesagt, wir sind zuversichtlich, dass es dann in Richtung der 200-Tage-Linie vielleicht schon in dieser Woche gehen könnte. Wir warten es einfach weiter ab und blicken unterdessen immer wieder auf den DAX. So, auch jetzt nochmal ganz kurz, 0,14% das Plus, morgen dann mehr. Danke für heute. Genau, danke. Ja, danke auch Ihnen. Morgen, wenn Sie dabei sein mögen, 9:30 Uhr live der DAX-Check.